Salvete und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gothic 2. Nachdem wir letzte Folge dem Ring des Wassers beigetreten sind, haben wir die Aufgabe bekommen, zurück zu Vatras zu gehen und da unsere erste Aufgabe in Empfang zu nehmen. Aber doch, beziehungsweise bevor wir da jetzt hingehen, müssen wir noch eine Sache erledigen. Und zwar, hier habe ich wieder einen Hinweis der Community bekommen. Vielen Dank dafür, auch an dieser Stelle nochmal, weil es gibt ja die Option, die Rüstung zu verstärken, haben wir ja schon gesehen. Nur müssen wir dafür Schmieden lernen. So, das Problem dabei ist, da wir nicht bei Harad in die Lehre gegangen sind, können wir natürlich nicht von Harad das Schmieden lernen. Und Karl gehört zwar zum Ring des Wassers, aber er kann uns auch kein Schmieden beibringen. Das heißt, wir müssen es jetzt bei irgendeinem Schmied lernen. Und welchen Schmied gibt es denn? Außer dem gerade eben beiden genannten. Richtig, das ist Bennett auf dem Hof, auf Onas Hof. Das heißt, da laufen wir jetzt hin. Dann bringt uns Bennett das Schmieden bei. Aber wie gesagt, nur so das Basisschmieden. Ich glaube, das kostet einen Lernpunkt. Und danach können wir von den anderen, also von Karl in dem Fall, lernen, wie wir die Rüstung verstärken. Hoffe ich zumindest. Er hat auf die falschen Leute. So, hey, du. Das sind wir auch schon. Hallo Bennett. So. Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Klar, das kostet aber eine Kleinigkeit. Sagen wir 30 Goldstücke. Jo, passt. Hier hast du die. Hier hast du 30. Und das war noch verdammt günstig. Wir können anfangen, sobald du soweit bist. So, perfekt. Bring mir bei, wie man ein Schwert schmiedet. Ganz einfach. Besorge dir ein Stück Rohstahl, halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Achte vor allem darauf, dass die Klinge nicht zu kalt wird. Du hast immer nur wenige Minuten Zeit, an deiner Waffe zu arbeiten. Den Rest findest du schon raus. Reine Übungssache. Halte ich für einen Mythos, dass wir nur wenige Minuten Zeit haben. Aber gut, sei es drum. So, nachdem wir das gemacht haben, genau, ich habe noch einen weiteren Hinweis bekommen. Und zwar haben wir doch von Niklas die Mole Red Keule bekommen. Und da haben wir ein Rezept bekommen. Und das müssen wir natürlich erstmal lesen. So, 5 rohes Mole Red Fleisch, Flaschen Wasser und Flaschen Wein. Okay, alles klar. Ja, finde ich, wie gesagt, an dieser Stelle echt nochmal ein großes Dankeschön an die Community, die immer noch dabei ist und auch immer wieder mich mit wertvollen Tipps versorgt. Ja, sowas wie zum Beispiel dieses Rezept lesen. Ich weiß nicht, wann ich da drauf gekommen wäre. Ich hätte mich wahrscheinlich geärgert, dass ich es immer noch nicht kann. Also beziehungsweise die Mole-Red-Keule herstellen. Aber jetzt hat es ja geklappt. Ja, und auch mit dem Rüstung verstärken. Das wäre jetzt wieder so ein Gelaufe gewesen, wenn wir in der Stadt gewesen wären, gesucht oder nach einem nach irgendeinem Schmied gesucht, beziehungsweise nach irgendjemandem gesucht, der uns das beibringen kann. Es hätte nicht geklappt und dann hätte man wieder hierher laufen müssen. Von daher hier auch wieder wertvolle Zeit gespart und ja, ihr haltet das Spiel am Leben. So, dann gehen wir jetzt nochmal ins Kloster, beziehungsweise Richtung Kloster. Weil wir müssen jetzt zu Iskarot, da haben wir ja so einen Auftrag von Vatras bekommen. Dem müssen wir ja... Oh, die Blauflieder nehmen wir mit. Dem müssen wir die Nachricht überbringen, das machen wir auch. Und danach geht's wieder zurück zu Vatras. Und genau, so die letzten Besorgungen werden wir nochmal vornehmen in Korinnes. Hey! Hier, ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Okay. Möge Innos allzeit über dich wachen. Jo, danke. Gut, Tränke haben wir jetzt auch bekommen. Genau, das heißt jetzt wieder zurück zu Vatras. Wir werden uns noch mal ein bisschen umschauen im Händlerviertel. Dann werden wir noch ein bisschen im oberen Viertel werden wir uns noch ein bisschen umschauen. Da gibt es ja ein paar Händler. So, jetzt habe ich es.
Und genau danach werden wir... Oh, hier Wallride, gerade für die Wallride-Keule. So, und danach werden wir... Genau, Vatras Aufgabe erledigen. Unterwegs mal ein paar Feinde platt machen. So, das heißt, hier können wir wieder speichern. 1300 Gold, okay. Das heißt, wir müssen uns davon nochmal ein bisschen was kaufen. Ein paar Geschwindigkeitstränke. Wir gucken mal hier. Okay, Wasser. Nicht so arg viel. Was kostet eigentlich Wasser? 10, 20. Boah. Genau, hier an der Stelle nochmal ein Tipp. Ich habe ganz viele Tipps bekommen. Und zwar Handelsgeschicke wurde mir erklärt. Ein paar Fehler habe ich gemacht, dass ich das ganze Zeug jetzt schon im Vorfeld verkauft habe. Denn das Handelsgeschick ist dafür da, dass man die Waren, die man verkaufen kann, einfach teurer verkaufen kann. Das heißt, das werden wir jetzt auch erstmal wieder hochhauen. Bei wem weiß ich noch nicht, irgendwo im oberen Viertel hieß es. Die Feldtreiber sind hier nicht nachgespawnt. Schade. Das heißt, nur noch die Waage hier. Jupp. Das lassen wir auch mal. Genau, und das Handelsgeschick werden wir jetzt mal ein bisschen hochhauen, damit wir die Sache einfach teurer verkaufen können, weil wir haben ja schon festgestellt, ja, Gold ist Mangelware. Gerade als Magier, man hat ja auch die Tränke gesehen, die Zulus im Inventar hat, mit einmal Stärketrank, Lebenstrank, Mana-Trank. Wollen wir natürlich alle haben. Ja. Aber die sind natürlich nicht günstig. Und deswegen... So, wir die Plattform hier. Yep. So, anscheinend werden die Zaubersprüche aus Distanz schwächer. Weil so eine Ratte machen wir doch eigentlich mit einem Feuerpfeil platt. War ich zumindest der Meinung. Oder die werden stärker im zweiten Kapitel. Das hoffe ich natürlich nicht. Das wär's jetzt. Wir waren gerade so gut und haben die alle platt gemacht und jetzt werden die im zweiten Kapitel stärker. Nö, da kann ich drauf verzichten. So, die heben wir auch alles auf. Können wir nämlich nochmal schleifen. Und die guten Pflanzen können wir auch an Constantino verkaufen. So, hier noch ein paar Pilze. Reines Gold, was hier rumliegt. Oder beziehungsweise wächst. Und eine Blauflieder. So, jetzt schauen wir mal. Die Snapper, glaube ich, müssen noch leben. Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir gerade über einen Pilz gesprungen. Nochmal zurück. Schau. Ne, war nur ein Stein. Na dann. Schau mal, ob die Snapper noch da sind. Yep. Schaden machen die jetzt auch nicht mehr. Mit der neuen verbesserten Rüstung. Ne, beziehungsweise ist ja noch gar nicht verbessert. Wir verbessern die gleich. Aber mit der neuen stärkeren Rüstung. Oh, hier ist glaube ich noch ein Schattenläufer. Yep. Den lassen wir auch mal in Ruhe. So, mit der neuen Robe, dem Gürtel. Und jetzt wird die nochmal verbessert. Das heißt, noch mehr Schutz vor allem Möglichen. Oder ist noch einer? Nehmen wir auch mit.
Okay, da wären wir wieder. So, dann schauen wir mal, was. Wir gehen erstmal ins obere Viertel. Dann schauen wir mal, wer uns das beibringen kann. Ich meine, es gibt ja gar nicht so viele Händler. Oh, Fernando. Ja, den haben wir ja auch überführt. Da haben wir ja ein paar Hinweise, dass er mit den Banditen Handel betrieben hat. So, hey. Guck mal, ist es der hier? Kannst du mir etwas beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir etwas über das Falschen erzählen, was in besonderen Notlagen eine große Hilfe sein kann. Doch dafür wirst du auch dein Handelsgeschick trainieren müssen. Ja, na dann. Auch das kannst du bei mir lernen. Je geschickter du die Händler in verwirrende Handelsgespräche hereinzerrst, desto besser werden deine Verkaufspreise sein. Das klingt doch mal richtig gut. Lern und übe stets fleißig, um deine Goldsorgen für alle mal los zu sein. Jawohl. Und das wird noch viel schlimmer. Wir können mit all dem anfangen, sobald du bereit dafür bist. Ja, bin ich. Das ist mal wieder typisch. Gut. Ja. Besser falsch. Bring mir was über das Falschen bei. Du wirst beim Handeln bald erkennen, dass du bessere Preise bekommst. Bin ich gut? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ab morgen solltest du eine Verbesserung spüren können. Das ist mal wieder typisch. Nicht jetzt? Ich habe was anderes gehört. Okay, so Stufe 1. Da verbessern wir das Handelsgeschick. Ja, 1. 2. Okay, jetzt sind wir Stufe 2. Wie viel können wir da? Reicht das? Oh, fertig, wir haben es geschafft. Okay, das war's. Und das wird noch viel schlimmer. Ich denke, damit sollst du bei den Händlern keine Verkaufsprobleme mehr haben. Gut. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ich weiß, probieren wir gleich mal aus. So, zeig mir deine Ware. So, was hat denn der? Das ist ja interessant. Oh. Das ist ja interessant. Okay, das ist cool. Ring der Schnelligkeit. Okay. Dann hätten wir ja eigentlich die ganzen Tränke nicht gebraucht. Schlimme Zeiten sind das. Naja, okay, dann schauen wir erstmal hin. Ja, das sieht doch gut aus. 270. So, die können wir dann auch mal ein bisschen. Ja, gut, bringt bei denen jetzt nichts mehr oder nicht viel. Haben wir denn was, was wir verkaufen können? Oh nein, wir hätten es gerade bei Cypher abgeben können. Egal. So, was haben wir hier noch, was wir loswerden können? Gar nichts. Ja, ein paar Hämmer. Was du nicht sagst. Naja, gut. Das ist das nächste Ziel. Ja, fehlen halt nur noch 3400 Gold. Schade. Hey. So, mal gucken, was der so hat. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Freude, Ehrwürdiger. Ja, Schleimer. Okay, der hat da nichts mehr. Wir haben zwei Feuerregenspruchrollen, das müsste reichen. Meine Meinung will ja keiner hören. So, dann steht jetzt noch auf dem Plan, dass wir die Rüstung verstärken, beziehungsweise wir müssen es lernen. Ich hoffe, es reicht jetzt. Wir haben nur noch 5 Lernpunkte, aber. Ich bin zuversichtlich. Nee, Zuversicht nicht, aber ich hoffe, dass es reicht. Von daher gehen wir jetzt zu Karl. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Von dem lernen wir das. Er muss das. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert, was wir dafür benötigen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Und sein Kollege ist nicht am Schleifstein, das heißt, wir schleifen direkt erstmal. Fertig. So, Schwert haben wir. Was haben wir noch gehabt? Gehen wir schnell rein. Eine Axt und noch ein Schwert. Okay. Fertig. Und eine Axt. Fertig. Ohne Schiffsachs. Gut.
So, Karl, na dann erzähl mal. Hier, das sind sogar schon Paladin-Rüstungsteile. Hey! So, du gehörst zum Ring des Wassers, genau. Gehörst du auch zum Ring des Wassers? Welchem Ring des Wassers? Wovon sprichst du eigentlich, Junge? Ja, ja, das ist schon mal gut. Test bestanden. Erste Regel des Ring des Wassers, man redet nicht über den Ring des Wassers. Schon gut, du brauchst dich nicht zu verstellen. Laris hat mir alles über dich erzählt. Und was genau hat er über mich erzählt? Laris sagte, du könntest mir eine bessere Rüstung besorgen als die vom Ring des Wassers. Ich schätze, er hat ein wenig übertrieben. Eine andere Rüstung habe ich nicht für dich, aber, jetzt kommt das Aber, ich könnte dir zeigen, wie du die Rüstung vom Ring des Wassers verbesserst. Sehr gut. Auch die Roben der Wassermagier können aufgewertet werden, falls du Interesse hast. Guter Hinweis, das heißt, wir können Wassermagier-Roben bekommen. Für die Verbesserung sollst du jedoch die Grundlagen des Schmiedens lernen. Ja, können wir jetzt. Ich verstehe was davon. Richtig. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Gut, na dann. Leg los, sag mir, wenn du bereit bist und ich zeige dir, was ich weiß. Jetzt. So, wir speichern erstmal. Jetzt. Hey. So, schauen wir mal. Zeig mir, wie ich Rüstung verstärken kann. Was genau willst du wissen? Nee, das wollen wir ja nicht. Dann gehen wir zu Harad. Oh, ich hoffe, dass wir müssen nicht wieder zu Bennett. Das wäre jetzt wieder nervig, weil dann hätten wir uns den ganzen Weg sparen können am Anfang. So, Harad. Warte mal. Was willst du? Das hier. Kannst du mir Rüstung schmieden? Ja, wie du sicherlich bemerkt hast. Kannst du mir eine bessere Rüstung verkaufen? Nein. Gut. Und ich werde auch in ferner Zukunft nichts dergleichen tun. Schade. Also wenn es dir wirklich wichtig ist, an eine bessere Rüstung zu kommen, dann kann ich dir vielleicht helfen. Auf welche Weise? Ja, jetzt kommt er mit der Sprache raus. Nun, ich könnte dir einige Techniken zeigen, wie du deine Rüstung verstärken kannst. Für den Anfang solltest du dich aber bereits ein wenig mit dem Schmieden auskennen. Ich verstehe mich aufs Schmieden. Genau. Nun, schauen wir mal. Ja, du kennst dich wirklich damit aus. Und wie hat er das jetzt beurteilen können? Nur durch einen Blick auf mich. Naja. Ich werde dich lehren, was du wissen musst. Eines sollte dir dabei aber klar sein. Für deine nächste Ausbildung wirst du zu langsam gelesen. Kommt jederzeit zu mir, wenn du etwas über das Verstärken der Rüstungen wissen willst. Gut, verstehe. So, zeige mir, wie ich Rüstung verstärken kann. Was genau willst du wissen? Oh, sehr schön. 3 LP. Ja, doch gereicht. So, jetzt die richtige auswählen. Die schwere haben wir nicht, aber wir haben jetzt die hier. Gut, beobachte aufmerksam, wie es geht. Du nimmst die erforderlichen Materialien und fügst sie auf dem Amboss in der richtigen Reihenfolge zum glühenden Rohstahl hinzu. Dann bringst du alles in die gewünschte Form und verbindest es mit der vorhandenen Rüstung. Genauso, wie ich es hier mache. Führt es vor. Das war's schon. Ja, gut. Jetzt kannst du es selbst versuchen. Perfekt. So, dann schauen wir mal, was wir brauchen. Wird wahrscheinlich hier sein. Oh, direkt das erste. So, jetzt weiß ich, wie man eine Feuermagierrobe verstärkt. Dazu benötige ich Komponenten. 4-mal glühender Stahl, 5 Pech und 4 Eisenerz. Okay. Eisenerz. Jetzt weiß ich, wofür das Eisenerz da ist. Zum Rüstungsverstärken. Wer hätte das gedacht? So, wir haben hier 10 Eisenerz. Reicht. 4 Schwefel und... Hier glühenden Stahl. Haben wir Rohstahl oder sowas? Nö. Nö. Aber Harad wird das hundertprozentig im Inventar haben. Zeig mir deine Ware. Ja, 4 Rohstahl nehmen wir direkt mit. So, und was brauchen wir noch? 5 Pech. Okay, ein Pech brauchen wir noch. Okay, wo kriegen wir das her? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wie wär's mit Lucero?
So, ich verschwende jetzt einfach mal den Trank. Damit es schneller geht. So, Lutero ist oben. Der hat ja lauter so Zeug, so komische Schiffrollen. Dann hat er Flügel von Blutfliegen. Schauen wir mal, ob der das hat. Wenn nicht, dann müssen wir uns vielleicht doch was anderes suchen. So, da ist er doch. Oh, wir können gleich die Schwerter verkaufen. Jawohl, genau ein Pech. Sehr gut. 180, 15. Also für 600 können wir den Feuerbogen verkaufen. Gebratenes Fleisch, rohes Fleisch, Bier, Holder. Ach, wir gehen jetzt erstmal die Robe verstärken. So, wir verstärken also die Robe, die aus, ich sag jetzt mal, Stoff ist. Mit Eisenerz, Pech und glühendem Stahl. Na gut. Aber wir beschweren uns nicht, denn die Robe wird dadurch stärker. Nein, Karl. Genau, geh mal weg. So. Rohstahl erhitzen. Alle Rohstähle erhitzen. Dann werfen wir noch mal einen Blick. 80, 80, 55, 55. Da will ich jetzt dran. Oh Mann. Gut, dann wieder hoch zu Harad. Das war genauso, wie du sagst. So, na dann. Schauen wir mal. Fertig. Hat auf jeden Fall geklappt. Oh, 90, 90, 70, 70. Okay, also die... Der Schutz vor Magie ist echt nochmal hochgegangen. So, dann schauen wir mal die Werte. Ja, muss man natürlich anlegen erstmal. 100, 100, 75, 75. Ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Probleme habe ich. Das heißt, die ist jetzt genauso stark wie die Rüstung, oder wie die Ritterrüstung. Also die Vorstufe von der Paladin-Rüstung. Hey du, da bist du ja wieder. Ja, das ist doch echt... Zeig mir deine Ware. Das ist doch echt mal so, ja, ein Wort. Der hat auch nichts Schönes. Dann verkaufen wir dem jetzt nochmal die ganzen... Du wolltest Pilze. Pilze. Butlerfleisch. Ich habe hier ein paar... Na, ist nicht viel. Seltene Kräuter. Oh, haben wir auch schon alles verkauft. Schade. Naja, ein bisschen was hat er noch gehabt. Und alles, was Innos erschuf, so, hallo, wurde von Velia zerstört. Genau. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Was nehmen wir? Erzbrocken. Kronstöckel. Das klingt auch gut. Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Sehr gut. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Corinnes gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Möge Adanos dich leiten. Okay, super. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier noch so? Ja, nichts wirklich noch was zu tun. Von daher werden wir uns jetzt zu den anderen Wassermagiern begeben. Nefarios Ornament haben wir ja gefunden. Oder beziehungsweise die Ornamentteile. So, darum können wir mal ein bisschen Geld geben. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Das stimmt. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein.
Ja, so nebenbei. Okay, dann können wir nichts spenden. Dann geht's jetzt ab zu den Wassermagiern. Ja, dann treffen wir wieder auf Saturas und sagen ihm, dass wir wieder mitten im Geschehen sind. Wir haben nämlich unsere Finger schon wieder überall mit drin. Jetzt nur noch an diesem Ork vorbeikommen, wie immer. Immer dieselbe Leier. So, hier ist auch nichts Neues mehr. Oh, das hat sich nach Goblins angehört. Haben wir die nicht ausgeräuchert? Doch. Lebt hier noch irgendwas? Ja, stimmt noch. Ich glaube, ein Zombie müsste hier noch leben. Ja, Tatsache. So, dann laufen wir mal raus. Reicht das? Schauen wir mal. Okay, werden wir gleich laufen müssen, weil er nämlich zurückschickt. Naja, so rauben wir das nochmal aus, bevor wir zu den Wassermagiern gehen. Damit wir mal so ein bisschen einen schönen Puffer haben. Kostbare Schatulle. Oh, Sarkophag. Spannend. Ah, jetzt befinden sich die... Oh, das ist natürlich auch schön. Jetzt befinden sich die Schwerter nicht mehr wie im Standardspiel oben drauf. Also die lagen dann auf dem Grab drauf. Sondern die befinden sich jetzt in den Sarkophag. Was natürlich auch stimmig ist. So, schwarzes Erz, genau. Werden wir vielleicht auch noch brauchen. Eventuell für die Drachen. Den nehmen wir auch noch mit. So, da wären wir ja schon. Gehen wir direkt zu Nefarius, genau, so heißt er. Geben wir mal die Ornamentringe ab. Hey! Wegen der fehlenden Ornamente. 408 ja? Erfahrung. Ich habe sie gefunden. Das ist großartig! Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier. Ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Ja, will ich mal schwer hoffen. So, die anderen Wassermagier haben sich da schon auf den Weg gemacht. Hat er noch eine Münze? Ja. Denn jetzt werden die alle zusammen den Ornamentring wieder zusammenfügen aus den Bruchstücken, die wir jetzt gefunden haben. Und dann ist auch direkt Saturas da und mit dem Ring von, mit dem Ring sage ich schon, mit dem Schreiben von Vatras bekommen wir dann auch das Ornament ausgehändigt. So. Hey du. Sprechen wir direkt mit dem. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Na klar. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen.
Okay. So. Und nun geh zur Seite. Ja. Na dann, füg den mal zusammen. Den Ornament drin. Ja. Wie wäre es, wenn du dich da auch umdrehen würdest, Nefarius? Geht doch. So, hey. Ist er schon fertig? Wie ist alles so laut hier? Also stellen wir uns mal ein bisschen weiter weg und lassen die mal auf den Ring da. Ja, was machen wir da? Wirken ihre Magie auf den Ring. Na, seid ihr fertig? Hey, du! Ach Jungs, komm schon. Gut, dann schauen wir mal in unser Inventar, was wir so haben. So, Paladin-Schwerter. Oh, sehr gut. Für 600 können wir den verkaufen, beziehungsweise... So, 2000 war der Wert, für 600 können wir den verkaufen. Okay, das heißt... Den können wir dann verkaufen. So, für 600 sagen wir 30%. Das heißt, 240 kriegen wir dafür. Und hierfür immerhin noch 180 Gold. Okay, perfekt. Na, jetzt ist er fertig. Das Ornament ist wieder zusammengesetzt. Gut. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. So, Saturas. Nefarius schickt mich. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut, hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Dann auf geht. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hoffentlich nicht den falschen Weg, aber nee, das passt. Dann gehen wir jetzt. Oder setzen jetzt den Ring ein. So, die Wassermagier haben sich auch alle versammelt. Na dann. Auf geht's. Schön episch, wie auch das Mittelstück irgendwie verschwindet. Ja, und hiermit wäre das Portal doch offen. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt, um hier wieder den nächsten Cut zu machen. Und in der nächsten Folge werden wir dann endlich Jakendar betreten, werden dann mit den Wassermagiern ein bisschen mal sprechen und mal den Machenschaften von Raven auf die Schliche kommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.